Betrüger verarschen ist geil. Betrüger verarschen ist geil. Betrüger verarschen ist geil. Ja. Ja, hallo, schönen guten Tag. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut? Ja, außer dass es gerade regnet, ist es toll. Spreche ich mit Herr Nick, Niki, Regenschirm? Ja, genau. Reingeschissen heißt das. Okay, super. Also Sophie Müller hier am Apparat. Ich bin die Finanzexpertin hier und Sie haben eine Anmeldung zuletzt bei uns gemacht. Es geht über Trading, über Onlinehandel. Sie sind die Finanzexpertin? Nee. Ja. Sie haben hier bei uns 250 bezahlt, oder? Ja. Ja, genau. Also bis jetzt, Sie haben noch eine schöne Austeilung getätigt, oder? Nee. Nee, okay. Also wir versuchen jetzt, eine Auszahlung zusammen zu tätigen, okay? Jo. Haben Sie vielleicht Ihren Computer da? Ja. Machen wir mal. Okay. Gehen Sie kurz beim Anydesk, bitte. Ach so, muss ich in Anydesk oder was? Ja. Wo gibt's das? Nehmen Sie Ihre Zeit. Wir verbinden zusammen und wir versuchen, eine Auszahlung zu tätigen. Und ich zeige Ihnen, wo Sie Ihre Profite schauen können und ein paar finanzielle Instrumente, okay? Muss ich erst downloaden, aber... Ja, herunterladen Sie es mal. Haben Sie es nicht heruntergeladen früher? Muss ich nochmal runterladen. Okay, nehmen Sie Ihre Zeit, herunterladen Sie es. Mhm. Und zeigen Sie mir, wenn Sie soweit sind. Aber herunterladen? Darf ich eine Desk für Sie buchstabieren? Nein. Okay. 364. 364. 858. 858 226 226 Mhm. Ich schicke Ihnen die Anfrage, nehmen Sie das an? Mhm. Okay, wir sind verbunden gerade. Genau. Die Transaktion, haben Sie das mit einem Kreditkarte gemacht oder mit Online-Banking? Online-Banking. Haben Sie keine Kreditkarte? Nein. Nein? Okay, können Sie es hier blau machen bitte, damit ich klicken kann? Achso, Sie wollen klicken, ja. Aber okay. Wir haben ja ausgemacht mit der Finanzberaterin, dass ich dann Bitcoin-Wallet auszahle. Genau. Also, Sie haben das beim welches Wallet gemacht? Also, ich habe ein Wallet, genau. Moment. Sie haben es hier. Okay, also ja. Ich öffne jetzt eine neue Seite, Moment. Wir haben eine Fehler gemacht. Wissen Sie, was FCA-Register ist? Nein. Okay, also die Problem war, dass unsere Sie haben mit dem, welches Finanzexpert gesprochen? Gina Müller. Okay. Also wir haben dieses 250 Euro, die Sie bezahlt haben, wir haben dieses Geldbetrag bei einem unautorisierten Firma investiert. Oh. Ja. Aber machen Sie keine Sorgen, weil ich habe eine sehr gutes autorisiertes Firma für Sie gefunden und dieses 250, die Sie bei der ersten Firma investiert haben, wir werden Ihnen das als einen Bonus geben bei der zweiten Firma, die autorisiert ist. Okay? Mhm. Mit welchem Bank haben Sie Partnerschaft? Partnerschaft? Keine. Also, bei welchem Bank sind Sie ein Kunde? Ach so, ich bin bei der Sparkasse Gelsenkirchen natürlich. Okay, Sparkasse. Mhm. Gehen wir kurz. Ich sehe die Konto zu. Nee, nicht Köln-Bonn. Welches? Gelsen, dachte er. Okay, melden Sie bitte hier an. Dann dürfen Sie ja nicht zugucken dann, ne? Wie bitte? Dann dürfen Sie ja nicht zugucken. Ja, Sie brauchen hier ein Melden, damit ich schaue die Kontoauszug, wo Sie dieses Geld geschickt haben. Ach so, ja, aber dann muss ich aber hier erstmal beenden. Weil dass da jemand über mein Konto guckt, das möchte ich ja nicht. Ja, ja, okay, gar kein Problem. Zeigen Sie mir, wenn Sie fertig sind.
Erwarten wir das Gespräch nicht schon? Dass ich falsch eingezahlt habe bei FCA? Sie hat mich ja schon mal angerufen, oder? Ja, ich zeige Ihnen jetzt alles. Aber sie hat mich doch schon mal angerufen. Ja, weil sie kriegen jetzt 250 von unserer Firma, deswegen. Ach so, ja, dann tun sie einfach mal Bankkonto zurücküberweisen. Ne? Also, sind Sie fertig? Nee. Die Tarn muss ich reinholen noch eben kurz. Okay. Hallo, guten Tag, Herr Dinkelburg. Hallo? Ja, hallo? Wer ist da bitte? Ja, Herr Dinkelburg, hier ist Anthony Hansen von SkyTrader Pro bezüglich Ihren Meldungen. Mhm. Ja, sind Sie fertig bitte mit Ihrer Meldung? Nee. Noch nicht. Ne, mein Tarngenerator flippt gerade aus und spuckt gerade Öl raus. Aha, okay. Okay, darf ich Ihnen die Nachfrage nochmal schicken? Ja, aber schicken Sie mir das Geld einfach zurück wieder. Nehmen Sie das an? Ja, können Sie nicht einfach das Geld zurückschicken wieder? Ja, Sie brauchen erstmal anmelden, damit ich die Konto aufsehen. Ja, nee. Also solange ich in meinem Online-Banking drin bin, dann kommt hier keiner rein. Das ist ja klar, ne? Nehmen Sie meine Anfrage an. Wenn ich im Online-Banking bin, dann nehme ich das nicht an. Das fehlt auch noch. Ne, kannst du ja einfach halt Geld zurückschicken damit, oder? Oder nicht? Wir haben zusammen noch einmal gesprochen, oder? Ja. Glaube ich auch. Okay. Und Sie sind die Person mit dem Skype, ja? Das klingt gut. Das klingt nicht gut. Wie viele gut. Leute bei Ihrem PC habe. Viele. Viele. Ganz aha, viele. Okay. Nein. Ja. Ich mache keinen Geschäftigen mit Ihnen. Vielleicht ja. Sie möchten mit die anderen Leute machen, mit nee. Diesen Betrüger Leute machen. Ich mache mit keinem Betrüger. Aber warum rufen Sie mich denn nochmal an? Ich habe Sie doch schon verarscht. Ihnen das. Fick dich. Was? Fick dich doch selber. Hurensohn. Selber? Ja. Ja. Hurentochter, sag ich dazu. Ach ja, Leute, ey. Kommt da noch was? Das YouTube-Video muss noch voll werden. Du musst noch mindestens 5 Minuten mich beleidigen. Hallo? Das ist zu kurz, das Video sonst. Du musst noch beleidigen. Du musst mich beleidigen noch. Kommt da noch was heute? Das gibt's ja nicht. Die lädt einfach nicht auf hier. Jetzt lässt sie mich hier quasseln und quasseln. Ne? Ja gut. Wer ist auch so blöd? Also hilft doch nicht. Wieso rufst du nicht eigentlich nochmal an? Da, jetzt geht's weiter hier. Ja. Hallo? Die sind ja auch witzig. Rufen mich an und sagen nichts. Hallo. Ja. Hallo, Thomas. Hallo. Ja. Hallo, wir müssen jetzt nächstes Jahr, Thomas. Lotto? Was? Thomas? Ja, Thomas. Hallo, Thomas, по-русски, понимаете? Nix, нет. Thomas, вы прекрасно все понимаете. Вы прошли регистрацию на русскоязычном сайте. Нет. Проходили регистрацию в таком случае. Украина, о, nein. При чем здесь Украина? Nicht einmarschieren. Никакого отношения к Украине тут никто не имеет. Nicht in Russland. Вы с Украины? Nicht вы с Украины? Yeah. Thomas, вы сейчас понимаете, по какому вопросу вас набрал? Nicht in Ukraine einmarschieren, bitte. Can you English, Thomas. English, German, egal.
Раша, Раша, русский, русский. Никс русский, никс, никс, нет. Что никс, что никс? Weiß ich nicht, ich verstehe noch nichts. Томас, так мне ваш брат сказал, что... Мне ваш брат сказал, что вы по-русски прекрасно все понимаете. Я только с ним общался. Ich verstehe noch nichts. Nix, nix русский, Thomas. Nix, niente, niente, nix русский, нет. Я, я русский, я, я. Nein, nein. Томас, надо по-русски поговорить, обязательно. Вы давайте так, ну мы с вами поговорим, обсудим все, да. Там, если что, я помогу вам разобраться. Нет, нет, нет. Да что нет, что нет, что ник, что nein. Нет, ich nichts verstehen. Ich kann, I only can speak zykabliert, иди нахуй. И nichts verstehen. Что ник, что nein. Я, я, genau, нет, нет, нет. Будем с вами разговаривать. Нет. У вас жена по-русски разговаривает, нет. Что значит вы не можете по-русски говорить? Нет, nichts verstehen, du. Нет. Warum rufen mich eigentlich Russen an jetzt eigentlich? Was soll der Scheiß? Ich hab den Leuten noch nichts getan. Thomas, yeah. Thomas, Thomas, yeah. Thomas, Thomas. Ja. Yeah. Thomas, а ты с Джерри знаком? Нет, нет. Ich verstehe doch nichts. Джерри привет передает. Weiß ich doch nicht. Thomas, Джерри привет передает. Kannst du Englisch? Nee, nee, Jerry, Jerry, такой рыженький. Englisch oder German? Ich nichts verstehe, нет, nichts русский. Der hat mich doch beleidigt die ganze Zeit jetzt. Jetzt rufen schon die Russen an hier. War das jetzt hier gerade Kriegsdrohung hier wegen dem Konflikt in der Ukraine oder was ist das? Oh Gott, Leute, das hat's schon gut.